Bei Strahlflugzeugen habe ich das erste Mal bei der MiG-29 gesehen. Alle anderen davor konnten sowas nicht. Und ich glaube, der setzt noch fort, der will noch den dritten Aufschwung hinterher machen. Ja, das ist natürlich extrem verrückt. Ja, das ist jetzt der Hamster Waschgang gleich mal. Wir haben vielleicht gesehen, er stand auf einmal 90 Grad fast quer zur Flugrichtung. Die Tragflächen zeigten Flugrichtung an. Und das Reisemoment hat ihn dann um die Querachse gedreht. Normalerweise würde das dazu führen, dass er an Höhe gewinnt oder in den Sinkflug übergeht. Aber hier nur Drehung der Hochachse, denn der Geschwindigkeitsvektor war parallel zur Tragflächenachse. Schön dieser Bewegung. Sieht man, wie schnell er sich hier gerade die Längsachse gedreht hat. Die 420 Grad sind also tatsächlich machbar. Jetzt hat er sich da hochgeschraubt, Flachtrudeln. Strömungsabriss, komplettes Flachtrudeln. Mehrere Umdrehungen. Jetzt wieder der Versuch, sich fast quer zu stellen. Schauen Sie mal, wie dieser Gasstrahl, dieser senkrecht, also fast 45 Grad von ihm weggeblasen wird. So soll man nicht fliegen. Das ist Schieben mit riesigem Schiebewinkel. Da wird die Strömung in der Tragfläche extrem gestört. Normalerweise fällt man da unter Umständen mit anderen Flugzeugen vom Himmel. Hier ist es beabsichtigt, zählt als Kunstdurchführer. Ein Männchen. Rückwärts fällt er runter, klappt um die Querachse wieder die Nase nach vorn, bleibt in der Rückenlage und drückt das Flugzeug über die Nase wieder in den senkrechten Steigflug. Negative Lastvielfachung um minus 5, 6 G waren da gerade zu sehen. Und nochmal rückwärts runter und wieder um die Querachse nach vorn. Dabei ist das Flugzeug im Prinzip nicht steuerbar, das sucht sich den Weg alleine, wenn die Nase wieder richtig in Flugrichtung zeigt, gibt man wieder Gas, es geht weiter. Ihr schiebt da jetzt wieder dort um. Schiebt da um die Kurve. Oh, Sie hören es auch, das Triebwerk ächzt manchmal ganz schön. Hier erneut der Hamster. Drei Umdrehungen um die Querachse. Irre. Waschgang ist die höchste Bezeichnung, die Klaus Schroth als Erklärung für dieses Manöver 1996 auf der ILA gegeben hat. Da hat er das, glaube ich, zum ersten Mal geflogen mit einer extra 300. Und wir machen es alle. Jetzt im senkrechten Steigflug eine Rolle in vier Zeiten. Geschwindigkeit nahe 0, Turn links. Das Flugzeug reagiert wunderbar auf das Seitenruder. Eine gestoßene Rolle im senkrechten Steigflug. Jetzt mal gerissen dort im senkrechten Steigflug. Und über die Nase wieder nach unten gezogen. Auch wieder eine gestoßene Rolle. Noch eine. Halbe Rollen, zwei Rollen nach zwei Zeiten. Ganz schnell geflogen. Nur weil die Frage, sind die zwei Striche dort oben auch von ihm oder sind die von der Linie? Die sind von der Linie, okay. So, diesmal wieder ein Männchen, er lässt sich wieder rückwärts runterfallen. Schauen Sie mal, er dreht sich dabei. Er versucht wahrscheinlich eine Standschwebe, obwohl sein Triebwerksgeräusch dem nicht entgegenkommt. Jetzt klappt er wieder um die Querachse, Nase nach unten.